Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei uns in St. Peter auf dem Schwarzwald. Ich bin Clemens Armbruster, Pfarrer in der Barockkirche hier in St. Peter. In zwei Clips zu Karfreitag und Ostern wollen wir Sie zu einem spirituellen Weg mit uns einladen. Orgelmusik und Gesang zu Karfreitag und zu Ostern wollen Sie auf diesen Weg musikalisch mitnehmen. Geistliche Texte zum Tage und zu Bildern in unserer Barockkirche wollen Sie mitnehmen, Stück für Stück Ihre eigene Kar- und Osterzeit zu Hause zu gestalten. Herzlich willkommen und einen guten Weg mit uns.
Sie übernahmen Jesus, und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jede Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Bei dem Kreuz standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Am Karfreitag erinnern und gedenken wir der Verurteilung und Hinrichtung von Jesus dem Christus, dem Sohn Gottes. Was uns die biblischen Texte ausführlich und in aller Brutalität schildern, kommt wie eine Zusammenfassung im Passionsbild zum Ausdruck, das an diesen Tagen am Hochaltar der Pfarrkirche St. Peter zu sehen ist. Neben den ans Kreuz geschlagenen zeigt uns das Bild weitere Menschen, die trauernden Verwandten von Jesus sowie Personen, die eher unbeteiligt, doch auch betroffen der Hinrichtung beiwohnen. Vielleicht wollte der Künstler ausdrücken, was auf Golgotha geschehen ist, lässt niemanden unberührt. Daran lässt sich nicht vorbeischauen. Es ist nicht nur der mitleidende Blick auf den getöteten Jesus. Es ist auch der Blick in die Abgründigkeit des Lebens, in das, was Menschen einander antun können. Es ist ein Blick auf die scheinbare Niederlage der Liebe und der Menschlichkeit. Der Karfreitag löst dies nicht auf. Im Gegenteil. Er provoziert uns, uns selbst unter das Kreuz zu stellen und all das anzuschauen und auszuhalten, was an Dunklem und Schwerem in uns ist. Unsere Kränkungen wegen all der erlittenen Enttäuschungen und Niederlagen, unser Leiden an den Wunden, die andere uns zugefügt haben, aber auch unsere Scham über die Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben. Reinhold Schneider, ein Schriftsteller aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat für diese Erfahrung unter dem Kreuz Worte gefunden. Vielleicht ist es eine erschütternde Stunde. Die Schmerzen der Welt treten ganz nah an uns heran. Der Weg, den wir gegangen sind, nach unserem eigenen, eigensinnigen Willen, ist zu Ende. Doch, so schreibt Schneider weiter, einmal trifft der Weg eines jeden auf den Kreuzweg des Herrn. Wo die Wege sich scheiden, muss die Entscheidung fallen. Wollen wir unseren Weg verlassen und dem des Herrn folgen, der unter der Last des Kreuzes an uns vorübergeht? Denn so wird es die Stunde der Gnade, der größten Gnade in unserem Leben. Stop!
Das Geschehen des Karfreitags mutet uns einiges zu. Nicht nur die Zurschaustellung einer gewaltsamen Hinrichtung. Im Kreuzesgeschehen bekennen wir, Gott steht unwiderruflich an unserer Seite. Der Tod seines Sohnes führt uns in die Freiheit. Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, muss uns die Freiheit kommen. So haben wir eben den Choral aus der Johannespassion gehört. Fragen regen sich. War es auch dieses Bekenntnis, das Jesus nicht davon abgehalten hat, den Weg ins Leiden und in den Tod zu gehen? War es dieses feste Vertrauen auf die Nähe und den Halt seines Vaters, das es Jesus ermöglicht hat, sich auf diesen Weg zu begeben und sich dem Abgründigen auszusetzen? Konnte er deshalb alles loslassen, weil er wusste, dass Gott an ihm festhielt? Erkannte Jesus genau darin die Größe Gottes, die gegen alle menschliche Vernunft, die radikale Liebe und feste Treue als Weg in die Freiheit aufzeigt? Erleben wir in diesem Geschehen die Zuspitzung des Satzes, Gott in allen Dingen suchen? Antworten können uns glaubwürdig die geben, die Jesus in dieser Weise nachgefolgt sind und uns ihr Vermächtnis hinterlassen haben. So schrieb der von den Nationalsozialisten verhaftete und zum Tode verurteilte Pater Alfred Delp kurz vor seiner Hinrichtung im Gefängnis mit gefesselten Händen: Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und in den bösen Stunden hängen und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. Das gilt für alles Schöne und auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort. Dann wird das Leben frei in der Freiheit, die wir oft gesucht haben. Die Kar- und Ostertage sind in diesem Jahr von der Ausbreitung des Coronavirus und dessen Erfahrungen in unserem Leben geprägt. Alle unsere Sorgen und Ängste und das, was uns bewegt, wollen wir an diesem Karfreitag in besonderer Weise unter das Kreuz bringen. Wir beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind. Für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen. Für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern. Für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen. Und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft. Aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er komme auf uns herab und bleibe bei uns. Heute
und alle Tage unseres Lebens. Amen.